So Leute, wir sind heute auf einer Mission. Lukas, ein sehr, sehr langer Freund von mir, macht Homemade Pizza, Napolitan Pizza. Er hat mir ein Foto geschickt, die sieht sehr, sehr geil aus. Und ich habe dann ihn gefragt, hey Bro, hast du mal Bock, das zu filmen, zu machen, blablabla. Jetzt sind wir bei Italy und was müssen wir besorgen? Fior di Latte und, was haben wir gesagt, Tomatensauce. Und dann machen wir heute Homemade Pizza. Hier war ich noch nie, ich war nur in diesem Restaurantbereich. Ich war auch erst einmal. Ah, okay. Hast du es letztes Mal auch hier geholt, oder? Ja, ja. Boah, hier riecht so nach Zitrone, oder? Ich weiß nicht genau, was das hier ist, aber hier findest du so viele originelle italienische Produkte. Kannst auch sehr, sehr gutes Essen essen, findest sehr, sehr guten Wein. Hier gibt es eigentlich alles. Parmigiano findest du, Lino, findest du ein bisschen Prosciutto, Mortadella. Boah, Mortadella ist auch so was Geiles, Alter. Fior di Latte. Fior di Latte wurde auf jeden Fall gefunden, Leute. Was brauchen wir jetzt noch? San Marzano Tomatos. Ua, why always me? Ua, viele Walute. Ua, why always me? Vielleicht gibt es vielleicht beide, vielleicht der auch auf. Ist der schon wieder auf? Thanks, Mai. Bye, bye. Der Einkauf ist fertig. Teig ist vorbereitet, die Zutaten sind jetzt gekauft und jetzt geht's nach Hause. Du riechst so schön wie die Tulpe in meinen Armen. Ladies and Gentlemen, wir sind auf jeden Fall jetzt zu Hause angekommen und wir legen auch direkt los. Du hast Luigis Pizza auch schon probiert, gell? Habe ich auch, ja. Die ist genau, und du hast einfach Spaß daran, Pizza zu machen. Safe. Das ist es, oder? Ja, safe. Es ist schon eine Kunst, eine gute Pizza zu machen. Teig gestern vorbereitet. Von den Vorbereitungen habe ich ein paar Aufnahmen, die blende ich vielleicht jetzt ein an den Cutter. Ich bin selber der Cutter. 340. Packst das hier und dann den Rest hier rein. 20 Minuten geknetet. Nimmst diese Ecken, klappst sie dann so. Ich habe ja keine Ahnung, ob es jetzt irgendwelche Klugscheißer gibt, die sagen, irgendwo macht es irgendwie anders. Ich mach das so und es funktioniert. Wenn die jetzt genauso wird, wie du willst, dann sagst du, die ist wie im Restaurant. Bro, ich habe die jetzt schon mit mehreren Leuten gemacht und jeder war krass. Also jeder findet die nice. Geil. Ja. Ein Gläslein Wein, zu dem sagen wir nicht nein. Kann der was? Ich finde geil. Gut, ja? Mhm. Das sieht aus, hätte Mama für dich vorbereitet. Kennst du? Ich kann's auch. Was für Mehl muss man benutzen? Oder was ist? Simola di grano di Reggianata. Caputo. Das ist das Richtige, ich weiß. Das ist nicht schlecht, alles gut. Irgendwie Type 00 oder so müsste das sein, gell? Ich sage auch direkt so, wie es ist. Es wird kein Rezeptvideo oder irgendwas. Es wird jetzt einfach, wir schauen mal, wie eine geile Homemade-Pizza ist. Und ich habe mir auch überlegt, so zum Beispiel, ihr da draußen, ihr habt jetzt halt so ein geiles Gericht, wo ihr sagt, hey, das mache ich richtig gut. Dann könnte man sich überlegen, dann könnte man sich auf Instagram connecten oder irgendwie. Und dann könnten wir sowas auch drehen bei euch oder in irgendeiner Küche. Das ist mir komplett egal. Ich kann dann auch so eine Küche organisieren oder so. Aber ich glaube, das könnte eine coole Videoreihe werden, sofern ihr da Bock drauf habt. Wenn Luigi sieht, dass du mit einem japanischen Messer. Jetzt gerade sind in Napoli drei Pizzaioli gestorben. Aber keine Ahnung, ich glaube, wenn man ihn zu dünn schneidet, dann verbrennt er. Man, der darf ja nicht verbrennen. Ja, ja, ein bisschen zerlaufen. Dieses Instagram-Video, wo du die Rezeptur gefunden hast, das findest du wieder, oder? Ja, ja. Da verlinke ich das. Verlinke den Kanal von dem Typen, der ist korrekt. Teichen das Pizza Palace. Kuss geht raus, danke für dieses Rezept. Ist der Teig gut geworden? Ich glaube schon. Kennst du, wenn so Leute einfach so sinnlose Sachen machen? Seit wann riecht man an dem Teig eigentlich? Oder kennst du das, wenn die so an die Motorhaube gehen? Und die klopfen so. Was willst du da raus? Und der, ne? Eigentlich so napolitanische Pizza wird auf fast 400 Grad, glaube ich, gemacht. Der Ofen ist auf jeden Fall vorgeheizt auf 300 Grad. Und Lukas hat so einen Stone. Und die, sag mir nicht, den Ofen macht man auf wie so ein Kühlschrank. Ich schwöre, schön Luft drin, Bro. Ich sag ehrlich, hättest du mich vor 5 Jahren gefragt, wie mal hier in der Küche stehen und du machst mir Pizza, hätte ich gesagt, laber keine Scheiße. Ich schwöre, Luigi wäre stolz auf dich, Bruder. Ich sag's dir ehrlich. Ehrlich? Bruder, du hast hier Talente, Digga. Lass nur nicht reißen jetzt. Die reißt nicht, Bro. Die ist so stabil. Ladies and Gentlemen, ihr werdet jetzt in die Kommentare schreiben. Ein GG. Einfach nur ein GG in den Hashtag GG in die Kommentare. Ah, die Luga macht gute Pizza.
Wir machen jetzt, danach essen wir die, dann machen wir die nächste, weißt du, ich meine. Ja. Du hast mich krank beeindruckt gerade. Real Talk. Das muss man auch mal seinen Freunden sagen können, Bro. Schau, die ist fast ein bisschen zu groß. Das kannst du hochlegen einfach. Ja, weil es so klein ist, weißt du? Zack, schau. Bruder, du weißt, das ist. Das war nicht normal, ja? Das ist du? Nicht normal, Bro. Real Talk nicht. Du hast meinen größten Respekt. Ja? Bruder, ich bin einfach in vier und Jahre gestiegen. Bitte. Wie viele Minuten lässt du die jetzt drin? 6-7. 6-7? Ja. Machst du einfach nach. Gefühl. Ich weiß jetzt nicht, ob das hier auf Video so rüberkam, aber eins kann ich sagen. Von meinen ganzen Freunden so hat der mich gerade am meisten beeindruckt im Jahr 2023. Das kann ich jetzt ehrlich sagen. Geht doch wunderschön auf, Alter. Ja, ja. Doch, die passt schon. Die geht hoch, Bruder. Ganz kurz, also ich. Der ist ein bisschen am Arsch. Egal. Aber hier. Ich sag dir jetzt mal ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass du so ein Genießer bist. Na klar, Digga. Aber die geht nicht so gut auf. Das ist die erste, Bro. Die nächste wird besser. Normalerweise wird die doppelt so fett eigentlich. Ich weiß auch, die wird böse crunchy sein, gell? Du kriegst halt nur nicht so gut die... Weißt du, das Schwarze am Rand. Ja, Bro. Ja, du hast doch kein 400 Grad auf. Bayern 6-0, Schalke. Was? Nur wenige Minuten später. Es ist the moment of truth. Willst du mich... Oh. Das ist mein größter Respekt hier. Ehrlich. Ladies and Gentlemen, was sagt ihr? Bin ich der Einzige, der hier gerade so ausrast wegen dieser Pizza? Wir probieren das Ding, aber das wird so böse heiß sein, gell? Nächste wird besser. Geschmacklich noch stärker, als sie aussieht, oder was? Ja, die sieht noch nicht so gut aus. An alle Pizza-Profis da draußen, die mein Video schauen oder einfach sagen, hey, ich habe schon viel Pizza gegessen und viel Pizza zu Hause gemacht. Ich will, dass ihr wirklich eine ehrliche, konstruktive, sachliche Kritik in die Kommentare schreibt, was ihr sagt, was geil ist, was nicht so geil ist. Für mich ist diese Pizza, wenn ich so eine Pizza zu Hause bekomme, würde ich nie wieder eine Tiefkühlpizza kaufen. Safe nicht. Ihr kennt es, wenn man früher Pizza gemacht hat mit Mama und so. Ja. Das hat nichts damit zu tun, weißt du, ich meine. Du hast so Mais und Thunfisch drauf und so komische Sachen da drauf. Paprika war auf der Pizza. Mach die. Ich habe einfach weißen Pulli an. Ich bin sowas von am Arsch. Ich sag dir ehrlich, Bro, das ist keine Fake-Reaction. Ich bin hart beeindruckt. Da ist schon Luft reingekommen. Wir hätten so mit der Schere mal einmal ankarten müssen, Bruder. Nee, das ist eine nächste. Gute Pizza, Bro. Okay, hier ist der einzige Fehler. Aber das passiert mal, weißt du mal, das passiert auch bei einer normalen Neapolitan. Und das war wahrscheinlich das Stück, das hinten war. Hattest du auf Umluft? Ja. Das ist es. Sei ehrlich? Ja, kann sein, ja. 100%. Deswegen auf jeden Fall Ober-Unterhitze, Ladies and Gentlemen. Lass diese Pizza einfach nur so schmecken, wie sie aussieht, dann bin ich ein glücklicher Mann. Ich sag dir ehrlich, die ist lecker. Die ist absolut geil. Ich bin sowas schon glücklich. Ich finde auch, die ist nicht so salzig, aber du brauchst auch kein Salz irgendwie. Die ist schon so schön milchig. Das ist eine geile Pizza, Bro. Ja. Du hast dann nichts würzen müssen, nichts, oder? Krank. 10 von 10, du hast mein Respekt, Bro, ehrlich. Wenn ihr solche Freunde habt, braucht ihr keine Pizzerien. Wenn ich die Pizza jetzt vergleiche mit so einer Luigi-Pizza oder sowas, muss ich sagen, die ist noch deutlich teigiger. Lukas hat auch gemeint, er hat es mal mit mehr Wasser probiert und den kannst du nicht mehr handeln, so gesagt, oder? So war das. Der klebt zu sehr und... Du brauchst eine Maschine da. Das ist eine handmade Pizza. Versteht ihr, Ladies and Gentlemen? Und ich will es auch, das soll nicht so blöd klingen, wenn ich sage, dafür ist sie richtig krass. Es ist eine richtig gute Pizza. Was noch interessant wird, wie schwer die Magen ist. Die Magen? Ja. Ja, Bro, da gibt die Gas. Da bläht sie ein bisschen. Aha. Ich finde den Rand auch richtig geil. Ja, ja. Aber ich bin auch so ein Teigmensch. So Teig, alles mit Teig und Kartoffeln ist geil. Verstehen Menschen nicht, die Teig einfach, den Rand nicht essen, gell? Du sagst, das wird die beste jetzt? Ja, die wird's. Ich will einfach mehr Freunde wie dich. Einer soll Spaghetti machen können, der andere soll Pizza machen können. Auf jeden Fall Pizza Nummer 2 schieben wir jetzt in den Ofen. Bisschen Salz. Ah. Egal. Form wird nicht so geil, aber sonst müsste passen. Diese Pizza ist eine 9,5 mit diesen Umständen. Weißt du, wie ich meine? Gib mir einen Ofen, ich mache Restaurant auf. Mach die 600.000 Abonnenten voll, dann mache ich im Restaurant auf. Der Pizzaiolo genießt seine eigene Pizza. Kein Unterschied zum Restaurant. Geschmacklich? Ja, meine ich. Optisch schon, natürlich. Optisch, weil du die Temperatur nicht hinkriegst? Ja. Schau mal, jetzt mit mir reinschieben ist einfach schwierig. Ich glaube, du könntest sogar weniger Tomatensauce benutzen. Mhm. Dann ist ein bisschen. Die Hälfte, dann wird die crunchy auch noch in der Mitte. Boah, wie der jetzt aufgeht, Alter. Ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber wenn eine Pizza zu Hause so aufgeht, wenn der Rand so aufgeht, dann ist durch. Wahrscheinlich warst du für was anderes bestimmt, Bro. Viele Menschen hängen irgendwo in einem Job, okay? Und könnten mit einer Sache, jeder Mensch könnte genau mit einer Sache so krank erfolgreich werden. Wie zum Beispiel, keine Ahnung, LeBron James für Basketball gemacht ist. So bist du auch für irgendwas gemacht. Und du, mein Freund, bist gemacht für diesen Zack. Der LeBron James, der Cristiano Ronaldo, Sui. Seht ihr das?
ist ein glücklicher Afrikaner. Mit einer Pizza vor sich. Boah. Ich merke auch gerade so, du hast so eine Liebe dafür. Bist du ein bisschen verliebt in das? So, du hast richtig Bock drauf auch, gell? Wir werden jetzt diese Pizza aufessen, ein Gläschen Wein trinken und dann kommen wir zum letzten Part. Randy wird auch eine machen und das wird sehr peinlich. Und ich verstehe es auch, wenn ab jetzt die Einschaltquoten runtergehen. Wenn ich die nächste mache, weißt du, was wird? Du schiebst so einen Ofen rein, auf einmal hast du Döner drin. Geschmacklich ist sie wirklich sehr nah dran. Geschmacklich habe ich im Restaurant noch nie so eine bekommen. Ja. So eine Süße und Säure und Sky, Bro. Ja. Der Geschmack ist wirklich noch mal besser, wie sie aussieht. Muss man ehrlich zugeben. Ja. Kann man nicht meckern. Sei ehrlich, glaubst du nicht, wie kommt es jetzt hin oder nicht? Ich denke auch, wenn die Pizza schön aussieht, wirst du sie reinmachen. Dann schiebst du mir den Braten in den Ofen. Okay, als allererstes Händewaschen. Wir haben noch eine Sache vergessen. Wir haben kein Olivenöl da drauf gepackt. Ja, ist uns auch aufgefallen. Aber wir sind auch Animateure, deswegen passt schon. Animateure. Hey, kommt in unseren Laden. Shoutout an euch, dich und deine Freunde. Das ist eine wunderschöne Küche. Danke, dass ich hier sein darf. Kuss geht auch raus an deine Freunde. Auch wenn sie mich nicht sehen wollte und heute extra deswegen nicht hier ist. Chef, ich mach heute länger. Randy ist bei mir. Kein Bock auf den Typ. Ah, da bin ich Links- oder Rechtshänder, Digga. Ich bin so. Ich kann es mit beiden Händen nicht. Man muss wirklich den Teig so behandeln, als würde man das so everyday machen. So ganz normal, schau. Wenn man das so selbstbewusst macht. Nicht so zimperlich. Genau, boom, weißt du, hast du gesehen? Okay, dann hier nochmal, schaut. Was ist das hier überhaupt? Semola. Was ist Semola, Bruder? Bro, frag mich jetzt nicht, was genau das ist, aber okay. Ist halt... Die Handgriffe müssen auch so aussehen, als hätte man es drauf. Jetzt nochmal umdrehen, oder? Ja. Boom! Luigi hat mir das gezeigt. Boom, 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 boom. Aus der Mitte, boom, 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 boom. Dann drehen wir das Ding. Boom, boom, boom. Und wirklich mit Druck arbeiten. Ich weiß nicht, ob das was wird, Bro. Ich sag dir so, wie es ist. Und boom, den Rand. Also der Teig ist sehr leicht zu bearbeiten, Bro. Ja? Wenn ich Luigis Teig in der Hand habe, Bruder, das ist einfach nur noch, ich bin verloren. Ich habe ein bisschen Luft reingekriegt, okay, hier. Ich denke, es ist okay. Auch wichtig, okay? Habe ich gesehen bei den Pizzaiolis. Ja, hier ein bisschen, bam. So drauf, weißt du was? Sei ehrlich, Bro, ich bin auch gemacht für den Digga. Hey, das ist gut. Die ist trotzdem noch zu klein wieder, gell? Nein, wir haben auch nicht so viel Platz im Ofen. Auf den So, jetzt pass auf. Hey, Bro. Weißt du, warum ich so confident bin? Weil du das hier gerade wie eine 10 von 10 gemacht hast. Was wir jetzt auf jeden Fall machen werden, ist, wir haben uns gedacht, wir machen den mal so rein, damit die Mitte auch crunchy wird. 12 Sekunden später. Komm raus, Baby. Ich bin da für dich. Papa rettet dich. Du machst das. Der Teig macht das, was ich sage, nicht ich, was die Pizza sagt. Ich weiß nicht, ihr könnt auch mir gerne in die Kommentare schreiben, ob man das hier würzen sollte. Ich bin ehrlich, Luigis Pizza ist in meinen Augen safe eine der besten, die ich je gegessen habe. Aber ich denke, die könnte besser werden. Ich weiß auch nicht, wie viel, ist mir auch komplett egal. Und dann hier, zack, mit dem Finger einmal hier noch drüber. Und boom, kommt der Braten wieder ins Rohr. Die Käsezeit haben wir jetzt nicht bedacht. Besser sogar. Besser? Aufgewiegen. Boah, Alter, wie so ein Airbag, gell? Er enjoyt seine eigene Pizza. Ich feier den Vibe gerade, Bro. Ich sollte sowas öfter machen. Pizzaiolo, die... Oh, das war so krass. Oh, Sibbich. Yes. Ja, ja, oh. Bruder. Boah. Ich sag dir ehrlich, Bro. Sehr gut aus. Bruder! Der Boden ist gut geworden. Klatsch drauf, der Ding. Schaut euch diesen Boden jetzt einfach mal an. Bruder, der Boden ist gut. Der ist gut geworden, Bro. Danke an dich, Bro. Kuss geht raus. Pizza machen war geil. Ich denke, das wird hier die beste Pizza sein. Natürlich. Habe ja auch ich gemacht. Wow. Perfekt crunchy, Boden ist perfekt, 10 von 10. Danke an euch fürs Einschalten, ein dicker Kuss geht raus. Lasst gerne ein Like und einen Kommentar da. Bis zum nächsten Mal. Warum habe ich aber so gemacht? Bis zum nächsten Mal. Bye. Zu late. Ich habe mit der Schall nichts zu tun, wenn du mich fragst. Ich muss zusehen. Schau dich das mal an. Der könnte natürlich noch luftiger sein, dieser Rand, aber... Er ist geisteskrank.